Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Frage, wie kann ich vier Bilder zu einem machen? So, ich stelle mir das so vor, dass du vier einzelne Bilder hast, die du einfach nur anordnen möchtest, sodass ein Bild daraus wird. Ja, vielleicht Freundschaftsfotos, die du so anordnest, dass eben und das dann insgesamt als eine einzige Datei abspeicherst. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, eine Kost, also die ich dir jetzt vorstelle und erkläre, zwei kostenlose und eine kostenlose und eine, die was kostet in den meisten Fällen. Und genau, nämlich kostenlos würde ich dir das Programm Photoscape empfehlen. Da kannst du dann Bilder importieren und ja, dann importierst du eben vier Bilder und ordnest die nebeneinander an und speicherst das insgesamt dann als JPG oder was auch immer ab und dürftest dann ein Bild haben. Du musst dich da so ein bisschen reinfuchsen, wie das geht, die Bilder da importieren und nebeneinander anordnen, aber das hast du in einer Viertelstunde raus. Mit einer kurzen Recherche ist das echt leicht machbar und Photoscape ist meines Erachtens nach immer noch kostenlos, das war zumindest mal kostenlos. Finde ich auf jeden Fall ein super Programm. Kannst ja mal gucken, ob es das noch kostenlos gibt. Photoscape, ich sage es nochmal, schreibt sich Photo und dann Scape. Kannst ja mal gucken, ja, ob es das noch gibt und was vielleicht andere Leute dazu sagen. Ich finde, das ist für ein kostenloses Programm echt super. So, die Kosten, also die Methode, die was kostet, wäre, da würde ich dir Photoshop empfehlen. Das kommt vielen Leuten immer noch so ein bisschen einfacher vor. Wobei Photoshop hat schon meiner Ansicht nach mehr Funktionen als Photoscape. Also wenn du das erste Mal Photoshop benutzt, dann denkst du, wow, was ist denn hier los? So eine Million Funktionen, ich sehe gar nicht durch. Also da musst du dich auch so ein bisschen reinfuchsen, ehe das gut funktioniert. Aber da kannst du dann importieren und einbetten, heißt es, glaube ich. Du machst ja so erstmal eine Vorlage, eine schöne große Vorlage. Dann importieren und einbetten klicken und dann halt eben die vier Bilder da rein machen. Und schon hast du deine Freundschaftserinnerungen oder was auch immer du machen möchtest zusammen. Ja, wenn du viel Fotos bearbeitest und so, dann kannst du dir auch mal darüber ganz ehrlich darüber nachdenken, dir Photoshop anzuschaffen. Beziehungsweise du weißt auf eine kostenlose Möglichkeit, wie zum Beispiel Photoscape aus. Ja, auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit diesem Ratgeber weiterhelfen konnte. Check auf jeden Fall die Videobeschreibung aus, da habe ich nämlich eine coole Empfehlung für dich am Start. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen, sonnigen Tag. Alles Gute, ciao.